Was haben Donald Trump und die Aktienmärkte gemeinsam? Beide glauben an alternative Fakten und das hat sich gestern einmal mehr gezeigt. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Analyse, was Aktienmärkte und alternative Fakten miteinander zu tun haben. Wir verdanken diesen Begriff der alternativen Fakten Kellyanne Conway, der Beraterin von Donald Trump, die in einem Interview diesen Begriff benutzte, als sie sagte, naja, unsere Fakten besagen, dass bei der Amtseinführung von Donald Trump mehr Leute anwesend waren als bei Obama. Das waren also alternative Fakten. Insgesamt kann man ja sagen, verdanken wir der Trump-Administration einen neuen Wahrheitsbegriff, einen gewissermaßen nihilistischen Wahrheitsbegriff, denn Trump und die Seinen sagen, es gibt gar keine Wahrheit. Dementsprechend gibt es auch keine unangreifbaren Fakten, sondern Wahrheit ist das, was mir persönlich nützt. Der andere hat eine andere Wahrheit, die ihm nützt. Also versuche ich, meine eigene Wahrheit durchzusetzen, weil es meinen Interessen nützt. Und genau das tun die Aktienmärkte ein Stück weit und haben sie gestern getan. Und das wollen wir uns mal anschauen. Gestern dann ja die schockierende Meldung, dass die US-Pharmafirma Moderna wohl doch nicht so tolle Resultate erzielt hat, wie hier dann in der Presse, vor allem auf Stat News, hier bekannt gegeben wurde. Die haben sich das nochmal ein bisschen genauer angeschaut und gesagt, naja, was Moderna da gebracht hat, sind viele Worte, aber wenig Daten. Dementsprechend reagierte die Wall Street dann ein bisschen ernüchtert, nachdem man praktisch feststellen musste, oh, diese ganze Impfeuphorie, diese Pharma-Euphorie in Absurdistan, die wir am Montag erlebt hatten, die ist eigentlich für die Katz, das ist alles ziemlicher Schwachsinn. Sehr, sehr frühes Stadium. Ich versuchte gestern schon und mehrfach darauf hinzuweisen, dass das ziemlicher Quatsch ist. Und wir sehen, dass letztendlich dann eben auch der Aktienkurs von Moderna leicht nach unten gegangen ist. Wir sind immer noch ein Ticken höher als vor dieser Jubelmeldung. Oh, wir haben ganz tolle Resultate erzielt. Ich hatte in einem Video gestern früh, im Videoausblick gestern gezeigt, dass da durchaus handfeste Geschäftsinteressen sind bei vor allem dem Vorstandsvorsitzenden Stéphane Bancel, der praktisch hier vorher schön dick Aktien verkauft hat, dann neue Aktien an den Markt gebracht hat, vorgestern nachbörslich, nachdem man diese Jubelmeldung vorher hatte, 1,25 Milliarden Dollar eingesammelt hat. Mit dieser Jubelmeldung, und jetzt stellt sich raus, es war eben eine Jubelmeldung, es waren alternative Fakten, aber keine Fakten. Dementsprechend sehen wir, dass die Aktienmärkte gerne an alternative Fakten glauben und dann ein Stück weit das auspreisen, was durch diese alternativen Fakten in die Märkte gekommen ist, aber eben nur ein bisschen. Und dann geht man wieder seiner Wege. Hier sehen wir den Unterschied nochmal moderner nach unten und der Nasdaq, naja, ein bisschen runtergekommen, aber lange nicht so viel, wie vorher die Rallye gewesen ist. Das sind eben alternative Fakten. Alternativ auch, oder vielleicht sogar alternativlos, der Anstieg des Nasdaq. Hier sehen wir nochmal einen Abgleich zwischen dem Nasdaq und der Gewinnerwartung für die nächsten 12 Monate. Und wenn Sie ganz genau hinschauen, dann müssen Sie aber vielleicht jetzt eine Lupe nehmen und sich ganz nah vor Ihren Monitor stellen, dann sehen Sie ein leichtes nach oben gehen hier bei den Gewinnerwartungen, nachdem wir radikal abgestürzt sind. Und dieses leichte nach oben gehen, das rechtfertigt ja allemal eigentlich neue Allzeithochs, würde ich sagen. Und insgesamt, und das hat die Bank of America gezeigt, sind die Märkte schon, die Aktienmärkte schon total konditioniert in Sachen Notenbanken. Und das vielleicht aus ihrer Sicht sogar zu Recht, weil immer wenn es kritisch wurde, immer wenn es eng wurde seit dem Jahr 2013, wie die Bank of America hier zeigt, dann hat die Fed faktisch interveniert durch Taten oder eben verbal interveniert. Das war beim Taper Tantrum 2013 der Fall, das war 2015 in der China-Wachstumskrise der Fall, als damals China den Yuan ja so stark abwertete. Wir hatten dann 2016, Anfang 2016 Emerging Markets-Krise, Ölkrise, da ist der Ölpreis abgesoffen. Wir hatten den Brexit und so weiter und jedes Mal kam dann irgendwie verbal oder faktisch eben Unterstützung. Dadurch sind die Märkte schon total in dieser Welt alternative Fakten, in der sie sich komplett abkoppeln von der Realwirtschaft, weil sie sagen, who cares, die entscheidende Komponente ist die Liquidität, wir hängen am Tropf der Notenbanken, das ist sozusagen unsere Mutter
an deren Zitze wir saugen, alles andere interessiert uns nicht. Aber das führt eben dazu, dass wir jetzt die Situation haben, dass wir dann eine Art Monopolisierung auch haben. Diese Gelder fließen, die durch die Notenbank bereitgestellt werden, die fließen vorwiegend in die dicken FANG-Aktien oder FAAMG, das ist also Facebook, Amazon, Apple, Microsoft und Apple fließen in diese Aktien. Würden jetzt diese fünf Aktien, nämlich Facebook, Amazon etc. gleich bleiben, würden sich im Kurs nicht verändern und die anderen Aktien auf den Stand fallen, an dem sie in dem Tief am 23. März waren, dann stünden wir immer noch weit über 7% über dem Tief. Das heißt, es sind diese Dickfische, die die ganze Geschichte oben halten, damit die Konzentration an den Märkten deutlich verstärken. Und wir sehen, dass dieser Fed-Put, dass diese Rückversicherung durch die Zentralbanken zwar schick ist, aber dann immer wieder zu bestimmten Events führt. Die Märkte werden fragiler, nicht antifragiler, um eine Begrifflichkeit von Nassim Taleb mal zu gebrauchen. Das heißt, wir sehen dann immer wieder plötzlich Schocks. Warum? Weil die Liquidität abnimmt. Wir sehen derzeit wieder etwa im Futurehandel in so vielen Bereichen minimale Liquidität. Das ist ein Problem. Das zweite Problem ist eben, dass man sich zu sehr in diese ganze Geschichte einlullen lässt und wenn dann etwas Unvorhergesehenes passiert, dann eben solche Events kommen, solche Flash-Crashes kommen. Das heißt, die Struktur des Marktes wird fragiler und nicht antifragiler, wird also nicht widerstandsfähiger, sondern wird verletzlicher. Anderes Thema, China. Wir haben heute die Meldung, dass die Pekinger sagen, dass 99% der größeren Firmen in China wieder der Fall sind, wieder am Start sind. 95,4% der Angestellten seien zurückgekehrt oder hätten die Arbeit wieder aufgenommen. Was machen die anderen? Die liegen faul in der Sonne wahrscheinlich, gell? Die nicht zur Arbeit erschienen sind. Jedenfalls sehen wir, dass der Handelskrieg weiter eskaliert zwischen den USA und China oder der Handelskrieg 2.0. Jetzt scheint im Fokus zu stehen Taiwan. Da gibt es richtige Wortgefechte hier in der Global Times, die sagen, was die USA und Taiwan hier abziehen, das sei ganz, ganz mies und sie werden den Schmerz dafür erleiden müssen. Jetzt sagt hier die Trump-Administration laut Insider-Berichten überlegt, wie man jetzt die Maßnahmen gegen Huawei noch verstärken kann. Und Huawei steht deswegen im Fokus, weil der größte Chip-Hersteller der Welt, nämlich TSMC, Taiwan Semiconductor Microchip Corporation, glaube ich, ist die Abkürzung, die hat jetzt praktisch die Geschäftsbeziehungen mit Huawei abgebrochen, also eine Art vorauseilender Gehorsam an der Seite der Amerikaner. Die Amerikaner wiederum sind ja durch die Straße von Taiwan schön gesegelt mit ihren Kriegsschiffen. Also die ganze Geschichte, die spult sich jetzt auf. Im Fokus übrigens auch diese Kredite, die China an verschiedene Länder gegeben hat. Das passt den USA nicht, weil eben China mit diesen Krediten an diese Länder sehr starken Einfluss hat. Und jetzt reagiert auch Hu Xixin, der Chefredakteur der Global Times, auf die Aussagen von Donald Trump, der gesagt hat, ja, wir haben halt die meisten Fälle an Coronavirus-Erkrankten, Infizierten, weil wir auch die meisten Tests haben weltweit. Da sagt Hu Xixin, das ist natürlich totaler Quatsch und ich glaube, da hat er die Fakten und nicht die alternativen Fakten auf seiner Seite. Hier sagt er, wir haben allein in der Provinz Guangdong über 10 Millionen Menschen getestet und bei den Amerikanern sieht es da ein bisschen schlechter aus. Hier sehen wir unten in der Tabelle das Testing, also wie viel wird getestet. Das bleibt etwa relativ konstant bei den Amerikanern. Da passiert also nicht so wahnsinnig viel. Und wir sehen, dass nach wie vor die Coronavirus-Kurve in den USA nach oben zeigen würde. Wenn wir jetzt mal die vorherigen Hotspots New York und New Jersey, die sich entspannen oder wo die Lage sich entspannt, abziehen würde. Also das Problem ist noch lange nicht vorbei in den USA. Die Kurve zeigt noch nach oben. Das gilt für die Welt insgesamt. Hier sehen wir mal die berichteten Coronavirus-Fälle. Ohne die USA, da sehen wir, dass die ganze Geschichte noch weiter nach oben läuft und vor allem nach oben läuft sie jetzt in Lateinamerika, in Südamerika, mit Brasilien, mit Argentinien, mit Chile, mit Peru, da sind echte Hotspots entstanden und die Südamerikaner haben das Problem, dass natürlich jetzt der Winter ins Haus steht, also die sind praktisch jetzt in der ungünstigen Jahreszeit, auch wenn es in vielen Bereichen in Südamerika nicht so wirklich winterlich ist, aber man weiß eben, dass das Virus offenkundig ab 25 Grad Probleme hat, sich zu replizieren. Dementsprechend, wenn es unter die 25 Grad geht, was in Lateinamerika dann eben mehr und mehr der Fall ist,
Und dann wird es schwieriger. Trump überlegt deshalb vernünftigerweise wahrscheinlich und nicht auf alternativen Fakten basierend, die Einreise aus Brasilien und insgesamt lateinamerikanischen Ländern zu unterbinden. Wir sehen hier, dass die Kurven in Brasilien, in Peru, in Argentinien etc. etc. alle nach oben zeigen nach wie vor. Und das sehen wir hier auch in der Coronavirus Worldometer, dass Brasilien wohl sehr, sehr bald an zweiter oder dritter Stelle sein wird, Spanien überholen wird mit den Fällen, möglicherweise auch Russland dann überholen wird. Also das sind schon echte Hotspots. An zwölfter Stelle sehen wir übrigens schon Peru, ein Land mit, naja, 31 Millionen Einwohnern um und bei. Das ist schon viel, wenn man da 100.000 Fälle hat. Das ist prozentual sehr viel mehr als in Deutschland. Interessant auch oder schockierend auch, dass bei dieser USS Theodore Roosevelt, diesem Kriegsschiff der Amerikaner, diesem Flugzeugträger, dass hier jetzt 13 Passagiere, 13 Soldaten, die auf diesem Kriegsschiff Dienst leisten, so muss es heißen, dass die Coronavirus erneut positiv getestet wurden. Die waren also infiziert, haben sich dann erholt und sind jetzt erneut positiv getestet worden. Jetzt ist auch ein Tuberkulosefall aufgetreten dort. Tuberkulose ja schon eine gewisse Ähnlichkeit der Symptomatiken. Also es scheint möglich, dass man sich wieder infiziert. Das wäre natürlich ein Riesenmist, denn dann wäre diese ganze Geschichte mit Herdenimmunität natürlich für die Katze, dieser Versuch, eine Herdenimmunität zu erreichen. Die Grundfrage ist ja, wie lange ist man, wenn man überhaupt immun ist, wie lange ist man immun dann, wenn man schon Coronavirus infiziert war? Das ist die große Frage. Anderes Thema. Frage nämlich jetzt, wie geht man mit diesem Coronavirus um? Ist der Lockdown richtig oder ist das richtig, was Schweden gemacht hat? Hier hat Merrill Lynch eine interessante Studie gemacht und gesagt, okay, schauen wir uns mal Dänemark und Schweden an. Dann sehen wir, dass Schweden eben nur 95 Tote auf eine Million Einwohner hat. Dänemark 95 Tote, Schweden dagegen 363. Schauen wir uns mal die Konsumausgaben an in Dänemark und Schweden. Sehen wir, dass die gefallen sind um 25% in Schweden und 29% in Dänemark. Also in Dänemark, wo ähnlicher Lockdown war wie in den meisten anderen Ländern, sind also 4% Unterschied. Das sei eine Menge, sagt hier Merrill Lynch, aber es zeige eben, dass vieles auch durch Freiwilligkeit passiert ist, durch Social Distancing passiert ist. Das hat dann einen großen Einfluss gehabt. Und hier sagt man, wir sehen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß ist, dass gerade im Dienstleistungssektor die Geschichten sich nicht so erholen, weil eben dieses Social Distancing in den Köpfen weiter ist, weil man eben ungern einkaufen geht. Ich selber habe keine große Lust, immer einkaufen zu gehen mit dieser ekelhaften Atemmaske. Das nervt total. Wo soll da die Freude herkommen am Konsum? Also ich kann die kaum entwickeln, bin froh, wenn ich dann wieder raus bin aus dem Geschäft. Das geht vielen Leuten so und solange das so ist, wird sozusagen eben auch die Wirtschaft, wird der Dienstleistungssektor sich wahrscheinlich nicht erholen. Hier sehen wir auch die schwedischen Wirtschaftsdaten, by the way. Die sind genauso schlecht, genauso katastrophal wie überall anders auf der Welt. Das liegt auch daran, dass Schweden eben sehr exportabhängig ist. Wir sehen hier übrigens in Sachen alternative Fakten dann nochmal, jetzt kriege ich gleich wieder den Vorwurf von den Freunden von The Donald, das ist wieder Trump-Bashing, der Fugmann macht schon wieder Trump-Bashing, das ist ja ungeheuerlich, gell, was der Trump basht. Also schauen Sie mal hier ist der Trumps Tweetometer. Hier sehen wir, dass wenn die Aktienmärkte steigen, die Frequenz von Tweets von Donald Trump, wie er sich freut über den Anstieg der Aktienmärkte, sehr hoch ist, während wenn es runtergeht, die Anzahl von Kommentaren doch gegen Null oder ins Minus tendierte bei Sid Donald. Und nochmal ein Wort zur Fed. Hier sehen wir, dass jetzt die US-Firmen massiv Schulden aufgenommen haben, nochmal mit Rückendeckung der Fed, die ja gesagt haben, okay, wir kaufen Junkbond-ETFs etc. Hier sehen wir, dass praktisch die Zombifizierung der US-Wirtschaft fortschreitet. Über 16%, knapp 17% der US-Firmen sind Zombie-Firmen, die also nicht mal ihre Kapitalkosten verdienen. Und Jerome Powell hat ja dann gestern und vorgestern gesagt, ja, und die Ausweitung der Fed-Bilanzsumme, die hat ja keine Auswirkung auf die Inflation. Und Jim Bianco sagt, diesen Satz sollten wir uns merken und in einem Jahr nochmal hervorholen. Dann werden wir wissen, ob dieser Satz richtig ist. Ich vermute, nein. Grundsätzlich ist es natürlich so, wie Leuthold hier zeigt, dass die Aktienmärkte sich meistens schon erholen, bevor die Krise ihren Hochpunkt erreicht hat.
Wenn die Daten also oft noch katastrophal schlecht sind, dann steigen die Märkte oft schon in Erwartung, dass eben das Schlimmste vorbei ist. Nur bei diesem Coronavirus wissen wir eben nicht, ob das Schlimmste vorbei ist. Das ist das große Problem an der Geschichte. Und abschließend noch ein Blick auf Europa. Hier die Länder, die von der EU profitieren, also die reinzahlen oder eben Gelder erhalten. Wir sehen, dass Deutschland am meisten einzahlt. Und diejenigen, die am meisten von der EU erhalten, sind Ungarn und Polen. Das sind ausgerechnet diejenigen, die der EU am kritischsten gegenüberstehen. Man könnte doch sagen, ja, dann dreht es halt aus, gell? Da müsste mit ein bisschen weniger Geld auskommen. Aber das wollen die Herrschaften dann auch wiederum nicht. Schauen wir uns mal die Charts an und gucken, was da so los ist. Wir sehen hier die Charts von Capital.com, das ist das erste. Und das zweite ist, was wir hier sehen, der S&P 500 2935. Heute wieder der Versuch der Asien-Rampe, dann irgendwie gescheitert, aber es war lange erfolgreich. Dann ist ein bisschen die Luft ausgegangen, der S&P kommt ein bisschen zurück. Wir sehen, dass wir jetzt schon so oft an dieser 2950er, 60er Zone gescheitert sind beim S&P 500. Da müssen wir drüber. Was macht Le DAX aus der Geschichte? Hier sind wir bei 11.020, halten uns also noch über der 11.000er Marke. Jolt 1.745 bleibt auch robuste. Crude Oil kann wieder zulegen, 32.05, und schauen wir uns noch Euro-Dollar an. Da sind wir bei 1.0941, wenn ich das richtig sehe mit meinen altersmüden Augen. Also das ist derzeit jetzt der Stand der Dinge. Wir haben alternative Fakten, die an den Aktienmärkten gerne eingepreist werden. Wenn sich diese als alternative Fakten herausstellen, also als unwahr, wobei man vielleicht noch unterscheiden muss, Fake News und alternative Fakten. Bei Fake News weiß derjenige, der Fake News produziert, dass das Lügen sind, dass das also nicht die Wahrheit ist, während diejenigen, die alternative Fakten produzieren, glauben, dass diese alternativen Fakten wahr seien, auch wenn sie einen Faktencheck nicht standhalten würden. Aber sei es drum, jedenfalls sehen wir, dass die Aktienmärkte so ein bisschen diesen Trumpschen Wahrheitsbegriff übernommen haben. Ist doch scheißegal, auf Deutsch gesagt, ob es wahr ist. Hauptsache, es nützt uns, indem es die Kurse nach oben bringt. Und da gibt es eine Allianz der Politik, der Notenbanken, die sagen, ist doch schön, wenn die Aktienmärkte nicht absaufen, denn sonst hätten wir noch viel größere Probleme. Und das will doch keiner, meine Damen und Herren. Ich sage Ihnen das Allerbeste und Servus und Ciao.